Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ihr seid schon im Titel, wenn man kein Geld für Fortnite hat, dann... Ja, Digga, was ist das, Mann? Wir werden uns im heutigen Video nochmal ein paar Fortnite-Fakes oder Abklatschen oder keine Ahnung was anschauen. Ich habe davon ja insgesamt auch schon 2 Videos gemacht, die beide richtig gut ankamen und ich habe hier einfach ein Game gefunden. Bro. Also eigentlich, der Titel macht keinen Sinn, weil Fortnite ist ja umsonst und... Egal, wir starten rein, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, würde mich sehr, sehr freuen. Denn wenn wir in den nächsten 3 Minuten 10 Abos schaffen, dann rasiere ich mir eine Klatze. Ich rasiere es mir. Komm, los, 2 Abos, 3, ich rasiere... Halt's Maul, Digga. Wir starten rein und let's go. 1 vs. 1, Third-Person-Shooter auf crazygames.com. Alter, was war das für ein abgecracktes Intro? Okay, Freunde, jetzt sitzen wir da, wir sind im Game und ich würde sagen, play now. Wir sind neu hier. Do you like to... Nein, Digga, wir sind schon erfahrene Gamer. 630 Play online? Bruder, wer zockt sowas? Warte, was muss ich auswählen? Oh, ich bin drin. Hä? Da ist einer. Ich hab gewonnen. Geil, Mann. Ey, das Game war es absolut. Ich habe die erste Runde gerade gewonnen und muss jetzt 5 Minuten warten und dann... Sonst kann ich nicht spielen oder was? Bro, was ist das für eine Scheiße? Hä? Ich kann nichts auswählen außer das. Open now, das könnte ich halt machen, aber dafür müsste ich ein echtes Geld bezahlen. Alter, muss ich jetzt 4 Minuten warten oder was? Was ist denn das für ein Schmutzspiel, Mann? 2000 Jahre später. Oh Mann, hab ich Bock auf eine Runde 1 vs. 1 Battle. Endlich kann ich nach gefühlt 430.000 Minuten dieses Ding jetzt aufmachen, Leute. Wenn da jetzt nichts Krasses drin ist, dann raste ich hier komplett aus. Oha, 120 Golddublonen. Und, oha, hey, man kann hier Waffen leveln. Okay, das finde ich schon mal ganz cool. Aber okay, Leute, wir sind dafür da, um das Game richtig auszuprobieren. Deswegen, wir checken mal ab. Game Modes, okay, was können wir hier machen? 1 vs. 1 Battle, 1 vs. 1 Box Battle. Es gibt einen Creative-Modus. Es gibt einen Kreativ-Modus. Lol. Ach, wir sind jetzt alleine auf einer Map. Okay, das ist geil, dann können wir das Ganze mal ausprobieren. Okay, Freunde, ihr seht auf jeden Fall schon, wir haben eine Wand. Wir haben einen Boden, eine Treppe. Ich muss ehrlich sagen, das sieht schon mal geiler aus als damals bei dieser Fake-Dingens, was wir ausprobiert haben. Aber ich muss mal ganz kurz... Hey, man kann die nicht kaputt machen. Doch. Oh mein Gott, sieht das scheiße aus, Mann. Ich werde mir jetzt mal meine richtigen Fortnite-Settings hier einstellen. Das ist T. Das ist 1. Das ist 2. Das ist 3. Roof ist bei mir X. Vertex R ist gut. Floor ist V. Stairs ist Q. Wall ist C. Left Building passt. Und Edit ist G. Das passt auch. Okay, dann würde ich sagen, weil ich probiere es gerade nochmal. Habe jetzt soweit alles angestellt. Okay, wenn es jetzt läuft, können wir eigentlich richtig gut bauen. Boah, es funktioniert auf jeden Fall. Als ob. Ja, es ist. Ja, wobei, so ein bisschen hängt das Ganze. Oh, shit. Ja, es hängt teilweise echt hinterher. Ah! Ja, Leute, aber ich sag euch ehrlich. Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht, muss das? Man kann zwar bauen, aber es ist halt super langsam. Wenn ich jetzt Boden, Treppe, Wand baue, irgendwas davon baut er nicht. Mit gut Glück klappt's mal. Jetzt hat die Wand nicht gebaut, obwohl ich alles 100% drücke. Aber egal, vielleicht sieht er das mit den Waffen irgendwie cool aus. Ich würde sagen, wir schießen jetzt einfach mal. Okay, ranzoomen. Ja, geht schon mal fit, also ist nicht scheiße. Okay, vom Schießen her... Schießen, der geht sogar eigentlich, ne? Okay, Shotgun macht auf Entfernung gut Damage. Sniper haben wir keinen Schuss mehr. Aber könnte eventuell sogar was geben. Also ich würde sagen, wir probieren das mal aus, indem wir nochmal 1 gegen 1 fetzen. Und erst recht, ich heiße Marc Bayer 422. Wer kommt auf Marc Bayer, Junge? Okay, wir spielen gegen Dicky. Ich baue einfach gar nicht. Scheiße, wir knallen ihn einfach ab. Oha, Digga, der macht auf Ernst. Er will auf einmal Baubattle. Ja, ich baue nicht. Putziger! Was wuchst du so? Direkt weiter. Oh, Level up. Wir haben 1 bekommen. Und was kriegen wir? Oh, Diamanten. Ich glaube, mit den Diamanten können wir die Saves direkt aufmachen, oder? Ja. Oh, sick, Leute. Das ist geil. Ja, okay, haben wieder ein bisschen Gold bekommen. Egal, direkt rein in die nächste Runde. Jetzt sind auf einmal nur noch 200 Play online. Ich weiß nicht, kann man als Game oder kann man das faken oder ist sowas illegal? Weil als ob in 2 Minuten jetzt hier 400 Leute rausgegangen sind. Also ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich verstehe es generell nicht. Warum? Fortnite ist komplett umsonst. Warum spielt man sowas hier? Das, ich schwör's, ist mir einfach ein Rätsel. Ja, hat der Bre auch noch vor, irgendwas zu machen, oder? Das ist ja voll easy. Ich will einfach mal gucken, wie die mir... Ja, guck mal, auf einmal wieder 100 irgendwas Spieler mehr da.
Ach, Bro, die Seite kann mir doch nichts erzählen. Das ist doch komplette Verarsche hier. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das nur Bots sind. Zack, der wird jetzt gescheppert, Junge. Was macht der denn? Hallo? Schießt du auch? Hey! Bro! Hey, jetzt schießt er auf einmal, Digga. Jetzt auf einmal macht er seinen Baufight. Weißt du was? Wir machen Faceclan. Bruh. Da. Oh mein Gott, wie schlecht, Bruder. Was war das denn, Mann? Eieieiei. Und wieder, also ich sag's euch ehrlich, wenn ihr in Fortnite nicht absolut scheiße, und ich bin wirklich scheiße, aber wenn ihr in Fortnite nicht gerade krass schlecht seid, könnt ihr hier in dem Game alles rasieren. Das ist ja komplett schau, Leute. Warte, ich mach mal, können wir den jetzt aufmachen? Ja, wir können ihn aufmachen. Was bekommen wir? Wir haben jetzt einen großen Tresor bekommen. Okay, Waffenlevel haben wir bekommen. Ich will auf jeden Fall noch im Menü mal gucken. Wir können die Waffen ja hier leveln, ne? Upgrade. 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 Aber ich würde sagen, eine letzte Runde. 600 Spieler wieder online. Junge, es ist so eine Verarsche. Eine letzte Runde machen wir doch gegen Josh159. Und ich habe jetzt eine Level 4 Sniper. Oh shit. Als ob ich jetzt verliere. Warum campt in dem Spiel jeder auf dem Boden? So langweilig. Campt doch nicht, Junge. Bam, Digga. Kurz einen Quickscope reingehauen, Junge. Digga, Schmutz das Game. Einfach nur Schmutz. Das Einzige, was ich cool finde, ihr könnt das halt auf der Website zocken. Also ihr müsst euch nicht mal was runterladen und so. Dafür ist es jetzt auch nicht krass schlecht. Aber Bro, Fortnite ist umsonst. Also spielt doch wenn lieber Fortnite. Wenn euer PC das nicht packt, ist das hier halt auch kein Ersatz. Leichte Beute. Okay, Leute, was darf in keinem Fortnite-Fake-Video fehlen? Ganz genau, einen Roblox-Server. Ihr seht es im Hintergrund, wir haben das Ganze schon zwei, dreimal getestet. Die waren alle nicht so gut. Aber Leute, ich habe gehört, dass der Server hier, der heißt, ich glaube, Royal Island oder so, der soll wirklich besser sein. Deswegen, ich würde sagen, ja, von der Lobby her, ja, sieht das nicht krass aus, so. Geschäft, also man kann ja auch mal wieder reincashen, so wie überall. Es gibt einen Item-Shop. Frankenstein-Skins und sowas. Es gibt sogar einen Ingame-Shop hier, wo ihr einfach, ihr könnt einfach Skins kaufen. Als ob, das ist halt wie in Fortnite. Ihr könnt Skins kaufen, ihr könnt eine Pickaxe kaufen. Kann man Emotes kaufen? Ihr könnt ein Gesicht kaufen. Oh nein, habe ich den jetzt gekauft? Nee. Ich dachte schon, ich habe jetzt hier Cash ausgegeben. Und woher generell, oha, Bruder. Wie viele Sachen kann man hier kaufen, Digga? Okay, ich nehme mal stark an, die werden nicht jeden Tag ihren Shop wechseln, sondern der bleibt halt für immer so. All-Time-Shop. Ah, ihr seht es auch schon, All-Time-Shop. Aber okay, es gibt ein Schließfach. Wir haben halt aktuell noch gar nichts. Okay, dann haben wir Statistiken hier alles drum dran. Aber ich würde sagen, oh, Benutzername. Wir geben erstmal eine Vive. Okay, wir gehen erstmal auf Solo. Wow, okay, das ist echt nicht schlecht, Leute. Ich sag's euch ehrlich. Warten auf Start. Bis jetzt nur 5 Spieler. Aber wenn es da schon mal so viele verschiedene Modis gibt, ist ja schon mal 1000-mal geiler als bei den letzten Versionen. Es gibt einfach Zone Wars, Leute. Das werden wir auf jeden Fall gleich noch ausprobieren. Das sieht schnieke aus. Schreibt auf jeden Fall auch mal in die Kommentare, Leute. Zockt ihr selber Roblox? Weil, keine Ahnung, ich zum Beispiel, ich feiere Roblox einfach Real Talk. Ich finde, Roblox macht so viel Spaß. Ihr könnt da so viele verschiedene Sachen machen. Aber egal, wir werden es sehen. Ich hoffe mal. Oha, ich habe Bauen und so noch gar nicht eingestellt. Egal, 12 Spieler. Die werden wir jetzt komplett auseinander scheppern, Leute. Ihr wisst doch, wie es läuft. Und? Oh, wir fallen einfach runter. Es ist die Lobby. Oh mein Gott, wir haben sogar eine Startlobby. Alter, der hat jetzt auf jeden Fall Skins gegönnt, Leute. Sogar mit Rucksack. Einfach als Taschenrechner. Oha. Oh, warte, ich kann bauen. Warte. Wir haben noch 33 Sekunden. Okay, ihr seht es oben. Aber jetzt mal gerade Real Talk, wie geil sieht es aus? Ich kann so niemals bauen mit F-Treppen. Bro, wohin? Okay, egal, Leute. Wir müssen auf jeden Fall dann einfach gut schießen. Mit dem Bauen, das geht nicht. Das Bauen, der Bus ist boarding soon, okay? Der Battle Bus startet gleich. Mit dem Bauen und so, das stellen wir uns nach der Runde ein. Ich will gerade erstmal ausprobieren. Aber für Zone Wars müssen wir das machen. Wie geil ist das denn? Ich weiß auch, als wir damals Roblox gestartet haben, da sind wir halt einfach nur irgendwo auf der Map gespawnt und haben losgelegt. Aber hier ist richtig Battle Royale. Und das jetzt nur mit 13 Spielern. Also ich muss ehrlich sagen, da geht schon mal Props raus, Bruder. Okay, ich lande mal einfach hier im Fenster. Boah, sogar mit Kisten. Digga. Komm, was finden wir noch? Wir haben zwei epische Waffen. Sturmgewehr holen wir mit. Boah, als ob wir das ganze Haus für uns alleine haben. Was war das? Buschverkleidung. Pistole. Alien-Ammo. Können wir es runterbauen? Lol. Und man kann sie runterbauen. Gruselsplash. Lol. Das ist wie Schild. Oha, das ist ja aber übergeil. Wow. Als ob. Warte mal, da war einer. Komm her, Hombre. Ach, Digga, weg mit dir, Junge. Oh, was hatte der? Gesundheitskit. Hä? War hier noch einer? Nee, Gesundheitskit, mittlere Munition. Nein!
Oh mein Gott, ich habe die Todeshits bekommen. Erstmal heilen. Einfach ein Dingens. Als ob, man. Einfach ein Lagerfeuer. Also Real Talk, Leute, im Vergleich zum ersten Game 100.000 Mal besser. Aber ich höre die ganze Zeit noch Kisten, ne? Jetzt hier vielleicht den Keller oder so? Oh, let's go. Noch ein Launchpad. Was ist das? Oh. Wow. Wir haben irgendein Alien-Gewehr gefunden. Oh, das ist, glaube ich, den Großer. Der ist legendär. Ich glaube, das ist wie ein Chuck-Chuck. Ist es ein Chuck-Chuck oder? Oh, direkt 100. Let's go. Okay, komm, let's go. Jetzt müssen wir Gegner finden. Es leben noch 6 Leute. Komm, zeig dich. Junge, wo kämpfst du? Bam, Junge. Putz, Junge. Selber schuld, wenn man campt, Alter. Oh, Bruder. Oh, Zone. Na, ich hab keine Waffe in der Hand. Ich hab keine Waffe in der Hand, Mann. Ey, die Steuerung, der größte Schmutz, Mann. Und dann war es auch noch der Typ mit dem Taschenrechner von am Anfang. Ich werde jetzt alles einstellen und dann werde ich hier alles zerreißen. Real Talk. 3 Tage später. Okay, Freunde, let's go. Ihr seht schon, es sieht direkt alles ein bisschen anders aus gleich, wenn wir landen, weil ich habe einfach komplett alles angepasst. Also wir haben sogar, ich habe ein größeres Sichtfeld. Ich habe jetzt meine Fortnite-Einstellungen drin. Das heißt, ich kann jetzt auch normal bauen. Also hoffe ich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir landen jetzt mal hier in der Stadt, weil da fliegen gerade schon ganz viele hin. Und ich habe richtig Bock auf miese Fetzerei jetzt. Also wie ich eben schon gesagt habe, ich finde von allen Fortnite-Runden, die wir bis jetzt gemacht haben in irgendwelchen Spielen, bockt das mit am meisten. So, 1. Direkt hoch und direkt chappern den Boy. Was, Junge, weg mit dir. Maschinengewehr, Maschinenpistole. Oh, die ist geil. Wir gehen gerade noch zu Ende looten. Okay, seht ihr irgendwo Gegner? Oh nein. Oh mein Gott. War das knapp. Ich bin einfach unten wieder rein. Let's go. Wobei, wir sind leider noch nicht Full Shield. Wo? Wo? Ich sehe ihn nicht. Ich habe keine Meds. Ich habe keine Meds. Hä? Wo war der denn? Und ich habe richtig Bock auf miese Fetzerei jetzt. Ah, so dumm gestorben, Leute. Aber egal. Was ich auf jeden Fall noch ausprobieren will, sind Boxfights. Junge, Roblox, Boxfight einfach. What the fuck? Okay, wir treten dem Server bei. Spiel wird neu geladen. Okay, geht anscheinend jetzt gleich. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, wie das aussieht. Ob das jetzt eine extra Map ist oder was? Let's go. Ach. Es ist halt echt Boxfight. Also, kleine Mission. Kann mir irgendwer sagen, warum ich so scheiße bin? Okay, Leute, let's go. Er baut halt nicht. Hallo, er baut halt nicht. Junge, Bro, was spielen hier für Schwitzer? Guck dir das mal an. Die machen richtig Edits und alles. Ich sag's euch ehrlich, ich bin einfach so schlecht dafür. Ich bin einfach zu schlecht dafür, Mann. Aber ja, Freunde, ich hab Geld, um Fortnite zu spielen. Deswegen mache ich jetzt den hier. Alt F4, Digga. Leute, wenn ihr Bock habt, checkt die Games gerne mal ab, Leute. Einmal Roblox, da könnt ihr einfach dieses Island Royale eingeben. Ihr seht's hier. Aber auch das andere Game ist verlinkt in der Videobeschreibung. Schaut da sehr gerne mal vorbei, Leute. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns morgen im nächsten Video. Haut da rein und macht's gut, Leute. Peace.